Wir salutieren immer noch dem Banner von König Greg, dem Vorgesetzten von Captain Chef, und suchen immer noch verzweifelt nach Quests, die uns stärker machen, weil hier ist alles nur irgendwie so Kindergartenscheiße. Wir sollen jetzt wohin fahren zu dieser Salutierungsrunde? Ja, versuchen wir das. Das ist ja die letzte, die hier irgendwie noch nicht entdeckt ist. Warte mal, ich sehe dieses Ausrufezeichen gar nicht, oder? Das ist hier an der Seite rechts. Ah ja, okay. Gottes Willen, da ganz wieder zurück. Ups. Nee, warte mal. Nee, warte mal, was? Rekrutierungsrunde hatten wir schon. Das ist das, was wir nicht geschafft haben beim ersten Mal. Ist es das, wo wir die 50 Waffen abgeben müssen? Nee, das ist das, wo wir die Plakate kleben sollen. Aber was ist denn dann diese Triton Flats Mission? Die muss irgendwo anders aufzudecken sein. Dann ist das Quatsch. Dann sollten wir mal... Was ist denn das 13. Untergeschoss? Sekunde. Das was? 13. Untergeschoss, sagt euch das was? Wo siehst denn du das? Das ist in der Missionsliste als Region. Keine Ahnung. Weil... Wollen wir mal zurück in die Stadt, fahren und gute schauen, Idee, ob es da Missionen gibt? Ja. Dann, warte mal, wo ist denn hier so ein Reisepunkt? Hier muss doch jetzt irgendwo so ein Reisedings sein, wenn da schon so dieses Autoterminal ist. Ich bin falsch gefahren. Ich muss da einfach unten ums Eck. Au. Da ist es doch. Ist hier nicht so ein Reisedings? Ne, hier ist nur so ein Dings. Und hier ist auch so ein Reisedings. Oder ist hier kein so ein Reisedings? Ups. Ich mach das. Kann es sein, dass es im ganzen Gebiet kein Reisedings, wow, ist? Was? Jack hat gerade mit dem Laser hier aufgeschossen. Ich glaube, das ist, warte mal, kann sein, dass das hier die... Warte mal, ist das nicht dieser Container, wo der eine Typ drin war? Nee. Oh, das kann sein. Nee, das hat er ja gerade abgeschossen. Warte mal. Ist denn das jetzt hier? Geht's da zu der Hauptquest weiter? Geht's zur Hauptquest weiter. Dann sind wir hier falsch. Das ist hier... Aber wollen wir die nicht einfach mal anfangen? Da kommen wir doch auf Level 26, oder nicht? Auch meinetwegen. Ich drücke jetzt hier mal auf den Knopf zum Reisen. Tut. Waren wir da schon mal? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Da gibt's drei Quests. Pass auf, du suchst das Gelände nach einem Zugang zur Kammer ab. Wir kommen hin, wir holen uns, was drin ist, und damit killen wir dann Lilith, Roland, all diese ganzen... Ich finde das schrecklich. Ah! Achso. Was war denn das gerade? Ich bin erschrocken. Dass du ins Innere des Mondes willst. Oh, irre. Wenn du dort was Wertvolles siehst, bring's mir mit, ja? Und sei vorsichtig, klar? Nichts Gutes gefunden? Meine Waffenautomaten schaffen Abhilfe. Also wir könnten aber halt noch nach Concordia trotzdem kurz zurück und so ein bisschen einkaufen gehen, oder? Ja, dann machen wir das doch. Wo geht denn das? Ach hier, warte mal. Wo ist das mit dem 13. Monatsgehalt? Ja, das freut mich auch immer. Hallo, irgendjemand ist in einem Menü. Warte mal, ich bin im Menü. Die Bösen werden sich nicht selbst foltern. Tu was. Ich hab schon seit Sekunden keine Leute. Boah. Okay, sorry, jetzt kannst du. Ja, jetzt los. Auf Rückfrage heißt es dann nicht Reise allein. So, wo ist denn der Schwarzmarkt? Der war doch immer... Ach, gibt's hier noch Quests zum Abgeben oder ist das hier nur... Warte mal. Es ist noch eine Mission verfügbar. Ach, hier ist eine 24er Mission. Warte, ich komme gleich. Jetzt gehe ich erstmal hier zum Schwarzmarkt. Und kauf Zeug. Nämlich, ich will mal hier für Laser. Kann ich da auch noch was kaufen? Boah, sind die alle billig. Wie viel Mondschein habt ihr? 160. Ha, ich hab 246. Wieso hast du, ich dachte, wir sammeln das geht alles auf ein Konto. Nee.
Du hast gesagt, nee, wir sammeln, wenn wir Dinger einsammeln, werden die zwar aufgeteilt, aber wir haben ja nicht ein gemeinsames Ehekonto, wo wir alle unsere Sachen. Leider nicht, ne. So, alles bis auf eins ausgegeben. Laserzellen und nochmal Laser. So, und wo sagtest du, es ist diese 24er-Mission? Dieses eine Ausrufezeichen hier, oder was? Am Mission Board. Ganz normal. Und so mal. Wo ist denn da das Mission Board? Das ist im Hauptraum. Warte mal, ich mach mal kurz, ich gucke hier mal auf den Schnellwechselstation. Oh, warte mal, ich kann mich ja nochmal umziehen hier. So. Was hab ich denn für Köpfe? Ich halt alles leer kauf. Na, jetzt fehlen mir noch zwei Mondstein, scheiße. Ui. Alles wurscht. Geil. Ich habe mir so ein grünes Laser-Monokel. Was habe ich denn da als neuen Skin? Hast du gefunden? Nö. Naja, du musst ja bewusst auf die Karte gucken. Da ist doch ein gelbes Ausrufezeichen. Vielleicht suche ich gar nicht danach. Deppen. Ach so, du gibst ja deine Waffen ab. Ach nee, ich guck mal, was ich an Skins noch freigeschaltet habe. Ja, schon so ein Skinhead. Blaue Bitch heißt der Skin. Oh, ich kann mir eine Mütze aufziehen. Ich lass das an, was ich habe. Boah, geil, Weltraumpirat, das ist ja der Hammer. Hab ich auch! Guck, ist auch noch ein Auge. Was macht ihr denn da? Könnt ihr euch mal zusammenreißen? Ne, du kannst dich doch auch umbauen. Kannst du dich so zum Johnny 5 umbauen? Geil. Was? Du kannst so eine kleine Dampflok sein. Das ist ja der Wahnsinn. Das war ich jetzt auch. Skin. Achso. Oh, super. Dabei fand ich das bei Starlight Express immer blöd, die dumme Dampflok. Rusty. Starlight Express. Weiß den Text leider nicht, Gott sei Dank. Aber erkennst du mich denn überhaupt noch, wenn ich als Dampflok unterwegs bin? Freut mich, dass du weißt, was wichtig ist. Aber was fange ich mit dem blöden Bohrer an? Ich habe hier noch eine Quest abgegeben, die wir irgendwann mal gemacht hatten. Okay. Wo ist das Mission Board jetzt? Hier, guck mal, wo ich stehe. Ich komm. Ah, okay. Wie wär's mit etwas mehr Rache nach einem Tod aus Rachsucht? Der Börif, dieser stinkende Verräter, ist vielleicht tot, aber ich hasse halbe Sachen. Klar, ich kann ihn nicht nochmal killen, so gern ich das täte, glaub mir. Aber ich kann dafür sorgen, dass am Ende keiner mehr weiß, dass er je gelebt hat. Der alte Huckster hat wohl so Audiotagebücher über seine Taten geführt und drei pikante Echos in seinem Büro versteckt. Finde sie, vernichte sie, löschen wir die Zeugnisse seines schmierigen Daseins aus. Na dann. Wow, echt? Bin ich Danke, vielen Dank. Bitte. Wie geil das ausschaut. Du hast da so kleine Räder seitlich dran mit diesen, wie heißen die, diese Stangen, die da dran sind. Und wie sieht der Fritz aus? Ja, wie so Dreadlock, Heini, oder? Staunst du, gell? Was sagt der Ruster, wenn ihm das Gras ausgeht? Mach mal die scheiß Musik aus. Ein Brüller. Unter uns. Der Typ hatte ein Ego so groß wie eine Raumstation. Eine scheiß Raumstation. Und die Dinger, die sind ziemlich groß. So, irgendwo gibt's hier jetzt versteckte Echos. Am Computer. Ah, warte mal, oben irgendwo vielleicht. Im Aquarium? Nee. Ach, hier! Wohnen. Ernsthaft im Aquarium? Was für ein Arsch! Komm, hören wir uns den alten Sack nochmal an. Mein erster Tag im Amt und jeha! Ist das herrlich, der King zu sein! Ich hab verdammt hart dafür geschuftet, hab eine Menge Leute geschmiert
und bin in mehr als genug Ärsche gekrochen. Aber das war es wert. Concordia braucht einen wie mich, der es durch raue Gewässer steuert. Hart, fair und im richtigen Maße weltoffen. Und wenn dabei zufällig ein bisschen Geld zusätzlich bei mir hängen bleibt, dann nennen wir das Wahlkampffinanzierung. Es ist toll, Hyperion zu verlassen. Dort war ich nur ein kleines Rädchen in einer riesigen Maschine. Hier bin ich ein dicker Fisch. Ich muss mal an meinen Metaphern arbeiten. Jedenfalls, die Zukunft ist rosig für Huckster T. Meredith alias Concordias neuer Biriff. Biriff. Bürgermeister und Sheriff in einem. Ha. Wow, wie viel Scheiße kann man eigentlich verzapfen? Mann, ich habe dem Universum einen Gefallen getan, dass ich diesen hinterhältigen Verräterarsch gekillt habe. Du weißt, was zu tun ist. Zerstöre das Echo. Das war geradezu heilend. Okay, such jetzt das nächste. Vorzimmer. Bei Miss Moneypenny. Mich mal interessieren, was an der Quest jetzt hier Level 24 sein soll. Krasse Detektivarbeit. Wach bleiben, während die Quest abläuft. Hallo. Such halt mal. Ich suche hier gerade nach Munition. Ja. Ah, ich habe Geld gefunden. Ah, ich hab's in einem Buch. Der Klassiker. Geheimgang. Knacker war ein wandelndes Klischee. Er versteckt heutzutage noch seinen Mist hinter einem Bücherregal. Und wer hat überhaupt noch Bücher? Hören wir spaßeshalber mal rein, was unser Freund diesmal für einen Scheiß verzapft. Alles läuft nach Plan. Ich bin reicher als ich bin. Moxie-Action-Figur. Am Leben. Neulich kam Philo Simmons, der mit dem komischen Bein zu mir ins Büro und dankte mir für die Aktion Geld für Lebensmittel. Dankte mir, schüttelte mir die Hand, Tränen in den Augen, zitterndes Kinn und alles. Ich bin ein verdammter Heiliger. Nur, warum kann ich nicht mehr schlafen? Klar, ich habe nicht alles Geld für Lebensmittel ausgegeben, aber ich muss doch auch von was leben. Ich bin doch trotzdem, was diese Stadt braucht, oder? Das Universum ist hart und... ja, ich kann mich ändern. Ich kann mich bessern. Einem wie dem wächst nicht über Nacht ein Gewissen. Er sagt ja selbst, er hat lächelnd den Leuten das Essen aus dem Mund gestohlen. Klar, das Universum ist hart, aber das ist kein Grund, ein Arschloch zu sein. Außer, du bist dabei witzig. Dann ist es total in Ordnung. Aber er war nicht witzig. So, liegt gleich ich will mal. So, das letzte ist irgendwo hier. Ein Spielautomat im eigenen Büro? Okay, das hat irgendwie Stil. Trotzdem ist der Typ ein Arschloch. Wozu sich das anhören? Zerstör das Ding einfach, ja? Ich weiß nicht. Ich find's schon lustig zu hören, was der tote Typ zu sagen hatte. Na gut. Mann, wer ist hier eigentlich der Boss? Sie kam letzte Nacht. Da, Schlampe. Brachte mich dazu, Hyperion zu verraten. Mir geht's nicht um den Vorstand. Geldgeile Säcke. Aber die ahnungslosen Arbeiter, die zu töten, ich wahrscheinlich mithelfe. Mir reicht's. Ich gehe. Als ich ihr Geld annahm, spürte ich, wie das letzte bisschen, das ich noch Seele nennen konnte, zerstört wurde. Aber ich wollte nicht sterben, und hätte ich nicht getan, was sie wollte, wer weiß, was sie Concordia angetan hätte. Ich hatte die Schlüssel zur Helios. Wenn ich gehe, lassen Sapedon und ihre lila Armee meine Bürger vielleicht in Ruhe. Ich fange irgendwo nochmal von vorn an. Büße für meine Sünden. Obwohl ich weiß, dass ich nur weglaufe. Ich verdammter Feigling. Ich bin doch der größte Arsch auf dem Mond. Es gibt einige Arsch auf dem Mond. Aber ich bin der größte. Oh. Es wälzte sich also im Staub und wollte alles wieder gut machen, hä? An mir soll es nicht liegen. Verleihen wir ihm Unsterblichkeit mit einem Lied. Zerstöre das letzte Echo nicht. Nimm es, bring es zu Moxie und gib es diesen DJ-Arschlöchern Boom und Rang. Die schulden mir einen Gefallen. Ich habe ihnen diesen Job besorgt. Da.
Zurück. Tut, tut. Abwärts. Boomerang. Oh. Das war knapp. Ach hier, Daft Punk. Oh, hier gibt's diese Drinks, oder? Irgendwo. Nicht mal annähernd, Blechrübe. Na schön, während sie daran arbeiten, musst du was anderes für mich erledigen. Kennst du diese abartig hässliche Statue vom Beruf? Bring mir ihren Kopf. Ich habe eine Idee. Wird dir bestimmt gefallen. Die da vorne. Ich trinke mal einen Drink. Mann, sogar seine Statue. Die halten aber nur für eine bestimmte Zeit, ne? Halbe Stunde. Kopf entfernen. Schieß ihn runter oder so. Das wird lustig. Wow. Echt? Ja, los. Mach. Ich will. Okay, ich fange sie, ich fange sie, ich fange sie, ich fange sie, ich fange sie. Nein, 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 nein! Boah. Das wird dir gefallen. Kennst du die Rakete in der Stadt? Wir werden ein kleines Feuerwerk zünden. Wenn er sich recht hat, aber richtig, gell? Ja, wenn es auch nur annähernd so läuft, wie ich es mir vorstelle, werden die Bewohner dieser Stadt davon noch in einer Million Jahren sprechen. Ach, dafür ist diese Rakete hier oben auf der Ecke gut gewesen. Wie kommt ihr denn da hoch? Ich knall immer gegen das Schild. Ja, ja, ja. Oh Mann, ich will auch dabei sein. Kannst du dir das Play davon angucken, auf GameTube. Da wieder nicht. In das wir sie schicken können, von diesem hier mal abgesehen. Wo auf Pandora ist denn irgendwo eine Rakete eingeschlagen? Habe ich auch gerade überlegt, aber ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Ich will mitmachen. Wo bist du denn, Daniel? Ich bin hier unten irgendwo. Nimm mal das grüne Sprungfeld. Das ist die völlig falsche Stelle, wo du bist. Ich weiß, aber da knalle ich immer gegen das Schild, wenn ich da hochspringe. Nee, also. Gegen was für ein Schild knallst du? Warte mal, ich komm mal zu dir runter. Lauf mir mal hinterher. Lasst mal euren Remix hören. Ja, genau das Schild. Ah, jetzt geht's. Das war super. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich gut. Überall die Dubstep-Scheiße. Hast du die Rakete schon abgeschossen? Ja. Was? Oh, ey, jetzt habe ich gerade Daniel geholt, dass der mit zugucken kann. Boah. Ich hab's doch gesagt. Ey, wär du mal Familienvater und dann Silvester. Na, viel Spaß. Ey. Also mir reicht's jetzt für die Folge. Tschüss. Weißt du was? Leute auslöschen macht Spaß. Lass uns das irgendwann wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.